Eine Shopping Mall ganz für mich allein. Der Traum vieler wird heute wahr, aber das hat natürlich einen traurigen Beigeschmack, denn die Geschäfte müssen zusperren. Diese Corona-Krise, die momentan übrigens 1132 Patienten vermeldet hier in Österreich, die hat unglaubliche Auswirkungen natürlich auch auf die Wirtschaft. Auch die Gastronomie, die muss schließen. Ein paar Geschäfte haben noch offen, so wie hier zum Beispiel neben uns zum Beispiel der Mann, der Anker, also alle mehr oder weniger, die auch Brot verkaufen, Kuchen, das darf ausgegeben werden an der Theke. Das hier ein ganz wichtiger Hinweis, man darf das Ganze eben nicht mehr am Tisch auch dann genießen. Und auch sonst, Interschmann natürlich, haben wir vorhin gesehen, aber auch Billa, also alle Supermärkte einfach, die haben weiterhin geöffnet. Und natürlich auch die Apotheken und die Drogerien, Postfilialen und Banken ebenso. Alles andere hat ab heute zu. Und das ist wirklich ein unglaublich ungewohntes Bild. Aber wenn Sie da jetzt wirklich hineinblicken, so leer eine Shopping Mall anzutreffen, das ist wirklich unglaublich. Also ich habe das so noch nicht erlebt. Aber bitte, halten Sie sich an diese Maßnahmen, die von der Bundesregierung wirklich verordnet wurden. Bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause. Gehen Sie nur, wenn nötig, natürlich hinaus, wenn Sie zur Arbeit müssen oder anderen Menschen helfen oder selbst Lebensmittel einkaufen müssen oder eben zur Apotheke. Sonst bitte, bitte bleiben Sie zu Hause, damit Sie andere eben schützen.